Okay. So, auch ich habe natürlich den gleichen Interessenskonflikt mal ganz grundsätzlich. Ich zeige Ihnen auch meine Fälle oder unsere Fälle. Wir haben jetzt, glaube ich, 15, wenn ich mich nicht täusche, aktuell. Die sind traumatologischer. Es gibt auch ein paar orthopädische, die habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht dabei. Sie sind teilweise jünger und ich nehme gleich vorweg, ich denke auch, das ist jetzt der Beginn und wir haben es auch von Herrn Kirschner schon gehört. Im Moment arbeiten wir eigentlich mit Implantaten, Instrumenten, die gar nicht für diese Thematik so speziell ausgelegt sind. Und wir werden aber, denke ich, innerhalb des nächsten Jahres dann auch das in die Hand bekommen, was wir wirklich brauchen. Und ich glaube, dann kommt der Punkt, was Peter auch richtig gesagt hat, da müssen wir das auch ordentlich wissenschaftlich aufarbeiten und nicht nur einfach machen. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, dieser Verzicht der Metallentfernung durch das resorbierbare Osteosynthesematerial, das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und tatsächlich ist eben die Frage, brauche ich denn überhaupt eine Metallentfernung? Ich habe erst auf dem Bayerischen Chirurgenkongress einen Vortrag darüber gehalten, den werde ich jetzt nicht noch mal halten, aber zumindest die ersten zwei Folien davon. Wenn man so Chirurgen fragt, dann spricht sich international so, ich sage mal, so ungefähr die Hälfte für eine generelle Metallentfernung bei Kindern aus und die Amerikaner zum Beispiel viel, viel weniger als wir Deutsche oder auch die Europäer. Also es ist nicht so 100%, dass wir es überhaupt machen müssen. Und wenn wir uns jetzt am Ende des Tages darauf einigen würden, wir brauchen keine Metallentfernung bei Kindern, dann würde das der Firma Syntellix nicht so gut tun und alles wäre eigentlich sinnlos. Aber ich glaube, dazu werden wir nicht kommen. Tatsächlich ist es so, wir haben jetzt diese Leitlinie gehört, aber die meisten wissen gar nicht, warum sie es tun. Man macht die Metallentfernung einfach, weil man sie macht. Wir machen es auch bei uns in der Klinik, gar keine Frage. Wenn man nochmal speziell bei der Esin-Osteosynthese fragt, da gibt es andere Studien, da würden noch viel, viel mehr Leute die Metallentfernung machen. Letztendlich ist es so, solange wir uns zumindest im deutschsprachigen Raum darauf einigen, dass wir in den meisten Fällen eine Metallentfernung bei Kindern empfehlen, so ist es im Moment in der Leitlinie, ist natürlich der Vorteil einer resorbierbaren Osteosynthese durchaus gegeben, weil wir eben auf diese zweite Narkose bei den Kindern verzichten können. Der große Nachteil, haben wir auch schon gehört, wir können es nicht an oder in den Wachstumsfugen verwenden, obwohl es schon auch unterschiedliche Studien gibt, die nachweisen, dass zumindest beim Kaninchen eben keine Wachstumsstörungen auftreten. Da steige ich dann endgültig aus mit meiner Kenntnis von Biomaterialien. Da werden unterschiedlichste Legierungen genannt, die ich nur ansatzweise verstehe, was da der Unterschied ist. Aber letztendlich ist es wohl so, es kann durchaus Magnesiumlegierungen geben, hat Herr Kirschner ja auch so bereits gesagt, bei denen es nicht zu Wachstumsstörungen gibt, aber das müssen wir weiter noch untersuchen. Was benutzen wir für Osteosynthesematerial bei Kindern? Wir benutzen Kirschner-Drähte. Ich finde, Kirschner-Drähte sind halt sehr häufig fugenkreuzend. Also die brauchen wir eigentlich nicht in resorbierbarer Form, weil diese gehen ja eigentlich durch eine Stelle durch, wo wir eben die Fuge kreuzen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Kirschner-Drähte eben epikutan herausstehen lassen, wie wir das machen, dann brauchen wir auch sowieso keine zweite Narkose für die Metallentfernung. Also damit ist dann das Thema resorbierbares Material endgültig obsolet. Bei der Esin-Osteosynthese, das wäre eigentlich ganz schön. Esin-Osteosynthese kreuzt nicht die Fuge. Esin-Osteosynthese ist mit Sicherheit bei uns in der Kindertraumatologie so unser Arbeitspferd. Es gibt, soweit ich weiß, keine intramedullären Nägel auf dem Markt, die resorbierbar sind. Punkt 1. Punkt 2. Ist das schon ordentlich Material, das wir einbringen bei den Kindern? Also wenn wir wissen, dass wir bei den kleinen Kindern so mit zwei Schrauben der größten erhältlichen Länge eigentlich so am Limit dessen sind, was wir denen dann antun sollen an Magnesiumbelastung, dann sind wir hier natürlich mit einem Haufen Material unterwegs. Also da gibt es zumindest nichts, vielleicht kommt da aber auch noch eine resorbierbare Alternative. Wäre sicher interessant, das zu verwenden, muss dann entsprechend lang genug stabil sein. Die Schrauben sind sicher das, was wir im Moment auch verwenden, was wir im Moment entfernen und was es im Moment im Portfolio gibt an resorbierbaren Materialien. Und auch das ist schon angeklungen, davor habe ich Angst. Also die rein epiphysär eingebrachte Schraube, die auf der ganzen Länge durch die Epiphyse geht,
die eben auf der Seite der Fuge liegt, die proliferiert, also die epiphysäre Seite. Da, das traue ich mich nicht. Also das, da wissen wir einfach überhaupt nicht, was passiert hier an der Fuge, selbst wenn ich die Fuge nicht tangiere. Das Gleiche ist, wenn ich bei der Condylus radialis, kann man ja durchaus auch mal eine epiphysäre Fuge, Schraube machen, würde ich mich auch nicht trauen. Das haben wir letztendlich schon mehr oder weniger gesehen, die Übergangsfraktur so versorgt oder eben auch die rein metaphysäre Salter-Harris-2-Fraktur, beispielsweise der distalen Tibia mit großem metaphysären Keil, wäre, finde ich, eigentlich eine gute Indikation. Auch die Epicondylus-Ulnaris-Frakturen, denke ich, sind eine gute Indikation. Ich zeige Ihnen jetzt einfach so eine Auswahl der Patienten, die wir bisher behandelt haben. Ein 13-jähriger Junge mit einer Fraktur der Metatarsale 5-Basis kam zu uns bereits mit einem CT, nur ein Ding, also da ist eine Stufe drin, das ist eine ordentliche Dislokation. Nebenbei bemerkt, also da gibt es keine Fuge an der proximalen Metaphyse, außerdem hat er auch seine Fugen trotz seines Alters sowieso schon geschlossen. Das ist versorgt mit so einer CS-Schraube, also dieser Kompressionsschraube, ging problemlos über eine kleine Inzision, die ist ja kanuliert und das ist dann dementsprechend auch gut durchbaut, gut ausgehalten. Man sieht so ein bisschen diesen Resorptionssaum, nenne ich ihn trotzdem noch Korrosionssaum, also das ging problemlos. Jetzt sind wir in einem Bereich, den man schon kritisieren könnte, das ist ein Eminentia-Ausrick, Meyer-McKiefer 2, zusätzlich auch sehr, sehr selten eigentlich ein knöcherner Seitenbandausriss. Das MRT dazu, wir haben uns entschlossen, den zu operieren und dem haben wir dann tatsächlich diese CBS, also das ist diese Vollgewindeschraube, gemacht. Es ist total subjektiv, ich sage mal, das ist relativ weit weg von der Fuge, es ist nur dieser Punkt, also das meiste Schraube ist noch weiter weg, hier seitlich sind noch diese Pins, das ist auf jeden Fall gut verheilt, auch hier sehen wir die Resorption, wie sie da stattfindet oder diesen Saum, der eigentlich zur Fuge hin nicht ausreicht, den Patienten kontrolliere ich weiter im Moment klinisch, der ist tatsächlich, glaube ich, der zweite, den ich gemacht habe, das ist jetzt fast ein Jahr her, es geht. Da muss man aber allerdings sagen, wir hätten eigentlich eine resorbierbare Alternative. Wir könnten nämlich eine PDS-Zerklage machen und so habe ich das auch früher öfter gemacht, indem man eine PDS-Zerklage um das vordere Kreuzband herumlegt. Auch gut möglich, geht man durch die Fuge, allerdings halt nur mit einem PDS. Der Vorteil, denke ich, der Schraube ist, sie ist im Prinzip etwas punktueller. Ich kann etwas besser sagen, wo ich sie hin möchte. Ich könnte auch zwei Schrauben einbringen, wenn ich finde, vorne klafft es zu sehr. Eigentlich geht es auch schneller, meiner Erfahrung nach, allerdings nicht mit dem momentanen Instrumentarium. Das wird in Zukunft schneller gehen. Das war dann doch eine relativ mühsame Geschichte, weil man halt im Moment noch vorbohren muss, Gewinde schneiden muss, das Ganze ohne kanulierte Schraube, aber das wird die Zukunft ändern. Aber ich denke, die Frage Zerklage, Schraube, das war auch bei dem nicht resorbierbaren Materialien schon immer ein bisschen eine recht subjektive Diskussion. So, und jetzt sind wir jetzt endgültig angekommen bei der Condylus radialis Fraktur, in diesem Fall 5-jähriger Junge und auch beim Super-GAU letztendlich, den ich erlebt habe bisher damit. Den habe ich so versorgt, so mache ich das eigentlich immer. Ich mache das in der Regel mit einer metaphysären Schraube, rein metaphysäre Schraube, die wird da von dorsal, also nicht fugenkreuzend eingebracht, auch wenn sich es in der AP-Projektion immer so darstellt. Und diesem Rotationsdraht, der dann in diesem Fall epikutan heraussteht, damit ich ihn eben ohne Narkose ziehen kann. Das ist das Röntgenbild am zweiten postoperativen Tag. Und das ist das Röntgenbild 3 Wochen nach Ruhigstellung im Gips. Und ich glaube, da wird man über nichts anderes reden können als über einen Materialbruch. Das ist lateralisiertes Fragment etwas, ganz bisschen ventralisiert auch. Ich kann mir nicht so ganz erklären, wie das dazu gekommen ist. Ich möchte ein bisschen, bevor ich so Überlegungen anstelle, so über den Verlauf reden. Es ist definitiv genau in der Fraktur gebrochen. Es ist Gott sei Dank, das ist natürlich ein Riesending gewesen, es ist Gott sei Dank zwar in einem leichten Varus, aber immerhin durchbaut. Also ich hatte Angst, dass wir in die Pseudarthrose gehen oder in relevanten radiales Mehrwachstum. Der hat klinisch, habe ich auch Glück, dass der eher einen geraden Arm auf beiden Seiten hat. Also der hat vielleicht bestenfalls einen leichten klinischen sekundären Valgus. Der hat Gott sei Dank eine freie Funktion und eine gute Durchbauung. Warum kam es dazu? Ich weiß es nicht genau. Es
Ich kann aber auch einen Anwenderfehler nicht ausschließen. Man muss diese Schraube quasi, man bringt den Kirchner-Draht ein, dann überbohrt man diese Schraube und dann muss man diese Schraube im Bereich des Kopfgewindes nochmal weiter aufbohren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aufbohrung im Bereich des Kopfgewindes nicht gereicht hat, beziehungsweise die Schraube dann über diesen überbohrten Bereich hinaus eingebracht wurde und irgendwie nicht gegriffen hat, weil jetzt da sieht sie ja auch wieder nach unten dissoziiert aus. Also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch ein Anwenderfehler ist, aber das ist natürlich ein Problem gewesen und dieses Problem ist auch ein bisschen bedingt dadurch, dass wir das halt mit einem Implantat machen, das nicht ganz optimal dafür ist, aber das eben wieder ein Thema, das sich in Zukunft ändern sollte. Da habe ich einen Fehler, das ist eine 4/8 CS und jetzt haben wir auch schon gehört, dass es auch diese Teilgewindeschrauben geben wird. Ein zweites Beispiel, Mädchen, diesmal ebenfalls Condylus-Radialis-Fraktur mit in der AP einen Seitversatz, eine Varusverkippung, also das ist mit Sicherheit eine vollständige Fraktur. Die OP-Indikation, denke ich, ist unbestritten. Genauso versorgt, nur mit ein bisschen mehr Angst. Deswegen kam hier noch ein zusätzlicher Kirchner-Draht nach oben hin und die ist dann dementsprechend auch gut ausgeheilt. Die Drähte sind ambulant entfernt worden und ich habe sie in meiner bisher klinischen Nachkontrolle. Jetzt noch zum Abschluss zwei Fälle, die so ein bisschen untypisch sind. Das hier ist eine Fraktur bei einem 14-Jährigen, Epiphysäre-Fraktur, aber der ist tatsächlich relativ alt. Hier sehen Sie, irgendwas passt hier nicht. Ich habe das, glaube ich, davor so in der Art noch nicht gesehen. Das ist quasi eine Impression der Gelenkfläche, also quasi eine osteochondrale Fraktur, die nach innen eingedrückt ist. Die haben wir mit einer kleinen Arthrotomie reponiert. Da sieht man, vielleicht sieht man auf dem Bild das so ein bisschen, aber ich habe dem letztendlich, ich zeige mal das Ausheilungsbild, ich habe dem letztendlich dann, nachdem ich es zurückgeholt habe, einfach einen Pin, diesen resorbierbaren Pin oben drüber reingeschlagen, um quasi ein erneutes Eindrücken ein bisschen zu verhindern. Ein zweiter Fall, das ist ein 10 Jahre altes Mädchen, die ist auswärtig behandelt worden vor 2 Jahren an einer Radius-Halsfraktur. Die hat mindestens zwei, ich habe leider nicht alle Unterlagen, was ich an Unterlagen habe, mindestens zwei Versuche einer Reposition, einmal geschlossen, einmal offene Reposition der Radius-Halsfraktur mit Esen-Osteosynthese. Gelungen ist das nicht wirklich, kam mit einer völlig abstrusen Diagnose zu mir und hat letztendlich eine Radius-Hals-Pseudarthrose, inzwischen bereits mit Überlänge des Radius-Halses entwickelt. Und ich habe die, also eingeschränkte Extension, Flexion, eingeschränkte Prosupination ersten und vor allen Dingen auch Schmerzen tatsächlich. Und ich habe die eigentlich aufgeklärt für die Radius-Köpfchen-Resektion. Also der Plan war eigentlich, dieses Köpfchen hier zu entfernen. Ich habe da nicht wirklich eine Option gesehen, da nach 2 Jahren noch irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Im MRT allerdings, das wir dann vor der OP gemacht haben, war dieses Köpfchen überraschend vital, so dass wir etwas gemacht haben, was man als total experimentell einstufen muss. Also das ist wirklich, das ist ein Versuch. Vor der Radius-Köpfchen-Resektion habe ich ihr dieses durchaus deformierte Köpfchen nach einem Zurückschneiden des Halses und Resektion letztendlich der Pseudarthrose, dieses Köpfchen wieder draufgesetzt und eben mit so einer Kompressionsschraube refixiert. Und das ist auch tatsächlich gut durchbaut. Die hat keine Schmerzen mehr. Die hat natürlich bei diesem deformierten Köpfchen noch immer eine eingeschränkte Extension, Flexion, Prosupination, aber besseres Bewegungsausmaß. Aber ich glaube, das ist ein Fall, den kann man überhaupt nicht für die verallgemeinern, aber ich glaube, sie hat damit einen Vorteil gegenüber der reinen Resektion und auch wenn es nur einfach ein Platzhalter ist, um ein weiteres Überwachstum zunächst zu verhindern. Ich fasse zusammen, also ich denke, die resorbierbaren Osteosynthesematerialien, das ist eine gute Alternative zu den Titan- bzw. Stahlschrauben, also da in diesem Bereich sehe ich das im Moment. Es kann unter Umständen, wie so in diesem letzten Fall, die operativen Möglichkeiten erweitern, aber wir brauchen mit Sicherheit, und wir bekommen sie Gott sei Dank auch, die weitere Entwicklung der Implantate, weitere Entwicklung der Instrumente und wir müssen diese Auswirkungen auf die Fugenkreuzung oder auch die Fugenberührung letztendlich wissenschaftlich aufarbeiten und ebenso auch die Langzeitergebnisse, weil die haben wir auch im Moment gar nicht. Wir
glauben, dass sie sich resorbieren, aber gesehen hat das noch keiner von uns. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Michael, vielen Dank für den spannenden Vortrag und die Fälle. Gibt es Fragen Ihrerseits? Das bedarf vielleicht noch ein bisschen der Klarstellung. Also was die Fugen angeht, über Epi- und Apophysen hatte ich ja bereits gesprochen, aber ich glaube, da kann ich Ihnen zustimmen. Also wir haben von unserer Seite gesagt, wir haben mehrere Fälle, Herr Kerter, so wie Sie sie auch gehabt haben, mit diesem punktuellen Heranreichen an die Fuge. Das scheint auf der Datenbasis, die wir jetzt in der Firma haben, relativ unproblematisch zu sein. Also da reicht kein Resorptionssaum, wie Sie das genannt haben. Also diese Aufhellungszonen, die reichen nicht an die Epiphyse heran, wenn Sie das punktuell dorthin bringen. In der Tat ist das Einzige, was wir eben nicht empfehlen, ist die parallele Einbringung eines Schraubenimplantates von mehr als 0,5 bis 0,8 Zentimeter. Also wenn Sie 5 bis 8 Millimeter von der Fuge weg sind, das reicht aber Ihnen manchmal nicht, das weiß ich. Aber diese Indikation sollten Sie in der Tat aussparen, weil das ist ein Sicherheitsfaktor, den Sie sich gönnen sollten und den wir uns als Firma auch gönnen sollten. Zum Bruch des Implantates, was Sie gezeigt haben, Herr Kertai, Sie haben drei Fragezeichen oder zwei gemacht. Ich würde sagen, ja, das stimmt. Also woran das jetzt gelegen haben mag, kann man retrospektiv ganz schwer sagen. Es ist aber in der Tat auch so, wenn der Kopf nicht hundertprozentig im Knochen versenkt ist, dann fängt sozusagen der nicht versenkte Kopf, das Knochenfragment und das gegenüberliegende Fragment mit der Schraube an zu wackeln. Das haben wir bei Erwachsenen auch schon mal gesehen. Dann hat man praktisch ein dreigeteiltes Operationsergebnis und da ist Instabilität drin. Ob es das war, es bleibt Spekulation. Also, ne? Ich unterbreche Sie ganz kurz. Ich glaube auch, dass das im Wesentlichen halt auch darauf beruht, dass man eigentlich ein Implantat verwendet, weil es das halt im Moment auf dem Markt gibt, dass man normal gar nicht verwenden würde. Also zum einen bin ich mit 3,2 eigentlich dünner, zumal Sie ja sagen, das ist eigentlich schon so zu erachten wie eine Nummer dicker. Also normalerweise würde ich auch schon ein dickeres Implantat nehmen bei den Titanschrauben, weil ich nehme ein kleineres und ich würde halt eine Teilgewindeschraube normalerweise nehmen, die vom Handling her viel weniger fehleranfällig ist als diese Herbert-Schraube. Egal ob resorbierbar oder nicht, die ist einfach vom Implantat her wesentlich fehleranfälliger. Also ich denke, das ist der Drang, es zu machen gewesen, der dazu geführt hat. Ich glaube, das wird sich in Zukunft erübrigen, dieses Problem. Ja, vor allen Dingen natürlich dann mit neuen Implantaten, wenn die Lex-Screw da ist, dann haben Sie das, was Sie gewohnt sind. Ich glaube, dann wird das auch eine andere Nummer. Sie sind ja jetzt wirklich gut unterwegs und ich aus der Erwachsenenchirurgie weiß mit den Schraubenimplantaten, man darf natürlich jetzt, ist jetzt keine Kritik Ihnen gegenüber, es ist ja wunderbar, dass Sie es gemacht haben, nur man darf die Indikationen natürlich auch nicht überziehen. Also das, was ich in der Firma und auch draußen immer sage, wenn Sie eine Indikation falsch stellen und das richtige Implantat nehmen, erleiden Sie Schiffbruch. Und wenn die Indikation richtig ist mit dem falschen Implantat, werden Sie auch Schiffbruch erleiden. Insofern Indikation und Implantat, glaube ich, müssen da immer zusammenpassen. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung zur Studienlage, also wir haben, wie gesagt, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben jetzt eben mehr Case-Series und Anwendungsbeobachtungen. Da würde ich mir wünschen, dass wir auch nochmal drüber sprechen, ob wir das als Fallserien auch mal publizieren. So lange, bis wir Studien haben. Wir sind mit Studien, glaube ich, sehr gut unterwegs. Also wir haben uns überlegt, dass wir etwas gemeinsam machen wollen, möglicherweise sogar multizentrisch. Ich bin dir, Peter, sehr dankbar, dass du es nochmal angesprochen hast, dass wir eben auch nochmal mit der Sektion in Berührung kommen, was die Studien angeht, ob wir da gemeinsam multizentrisch irgendetwas auf die Beine stellen können, weil es ja doch in beiderseitigem Interesse ist, nicht, dass wir rummuckeln und ihr anschließend sagt, was habt ihr denn da gemacht? Also umgekehrt, euer Input ist uns wichtig, das wollte ich sagen und das wird wahrscheinlich auch mit der Evidenz dann etwas sein, was die Gesellschaft mit den Forschungsergebnissen verbindet. Dafür bin ich dankbar. Weitere Fragen? Ich habe mal noch so ein bisschen eine technische Frage. Jetzt, wir haben diesen Resorptionssaum mehrfach gesehen und es sagen, Korrosionsvorgänge treten da auf in diesem Fall. Das sind ja immer ein paar Wochen eigentlich.
nach der initialen Osteosynthese. Wissen wir denn da, was da eigentlich an der Stabilität in dieser Phase ist? Weil ein Resorptionsraum, den ich normalerweise an anderen Osteosynthesen sehe, da gehe ich immer davon aus, dass da irgendwas an der Stabilität leidet. Wissen wir darüber technisch was? Martin, magst du? Oder? Soll ich? Ich fange mal an. Ja, also meine Erfahrung ist, das geht schon recht früh los. Also wenn wir nach 3-4 Wochen die Röntgenbilder sehen, bei Kindern macht man das ja gerne mal nach 4 Wochen, da ist ja ein Bruch auch schon geheilt, nicht erst nach 6 oder 8 Wochen. Da sieht man das schon beginnend, im Verlauf noch mehr. Das ist so, diese Implantate versprechen 5 Monate gute Stabilität. Nach 5-6 Monaten haben sie etwa 50% ihrer Stabilität eingebüßt. Das ist ungefähr so der Zeitraum. Ja, man kann jetzt nicht sagen, bei 80% ist die Schraube nicht mehr oder bei 70%, das hängt ja von der Versorgung ab, wie viele, wie steht sie, aber das, was wir bei Kindern haben wollen, nach 3, 4, 6 Wochen, habe ich bei diesen, ich meine, es sind ja wenige Fälle, bisher keine nicht heilende Fraktur oder Pseudoarthrosenentwicklung gesehen. Und vielleicht als Anmerkung, man muss einfach auch unterscheiden, das ist ja zunächst einmal, ist dieser Resorptionsraum ein Röntgenphänomen und Es tritt auf bei Infekten beispielsweise, es tritt auf infolge einer Instabilität. Die Ursache hier ist einfach eine andere. Die Ursache hier hat mit der Korrosion letztendlich des Implantats zu tun. Das ist nicht, weil eine Instabilität da ist. Das sieht nur einfach genauso aus. Aber das hat ein. Ich sehe ja auch nicht die Instabilität, wenn ich einen Infekt da habe beispielsweise drin. Es ist nur ein Symbol dafür auf dem Röntgenbild. Und hier ist die Ursache einfach eine andere. Vielleicht darf ich das aus technischer Sicht, weil danach gefragt wurde, nochmal kommentieren. Also erstmal verweise ich auf eine Publikation, die wir in 2015 auf den Markt gebracht haben, als wir diese Phänomene mal systematisch beschrieben haben. Es ist in der Tat so, dass Sie bei dieser Technologie, und ich sage das jetzt nicht deswegen, weil ich Mitglied meiner Firma bin, sondern weil ich über die Technologie eine ganze Menge weiß, Sie müssen, als müssen gar nicht, aber wenn Sie die Technologie verwenden, dann haben Sie gute Gründe anzunehmen, dass Sie den Blick als Chirurg auf diese Implantate einfach mal verändern müssen. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn Sie eine Titanschraube einbringen und Sie sehen dieses Phänomen, dann gibt es für mich als Unfallchirurg 2 Gründe. Der eine ist, Sie haben eine Infektion oder Sie haben eine Lockerung oder beides. Und das ist bei diesen Implantaten weder das eine noch das andere der Fall. Wenn Sie das jetzt beschreiben, was passiert da? Also ich sitze auch nicht in der Resorptions- oder in der Korrosionszone und kann Ihnen sagen, wer gerade vorbeikommt. Aber was man sicher sagen kann, ist das Folgende. Dieser Korrosionsprozess läuft in 2 Phasen. Der erste ist, dass dieses Implantat an der Oberfläche, das ist ja sozusagen, ich nenne das jetzt mal unfachmännisch, aber bioaktiv. Man muss immer sehen, es ist ein Klasse-3-Implantat. Also das tritt mit physiologischen Vorgängen, die im Knochen ablaufen, in Verbindung. Und die Magnesiumionen, die sich rauslösen aus der Oberfläche, bilden mit OH eine Magnesiumhydroxidschicht und es wird H2 frei. Das ist ein flüchtiges Gas, das wird resorbiert. Aber zusätzlich haben sie Effekte. Und jetzt fragen Sie mal, warum hat ein Röntgenbild schwarz um einen helleren Körper? Es ist immer dann der Fall, wenn es strahlenundurchlässiger ist. Und das, was sich abspielt, ist eben, dass Sie dort einen Knochen, zunächst mal Knochenab- bis Umbau haben. Dann haben Sie Zellen, Osteoblasten, Osteoklasten. Sie haben vor allen Dingen neu einsprießendes Knochengewebe durch die magnesiuminduktive Wirkung. Und alle diese Dinge sind nicht Knochen. Sie haben nicht die gleiche Densität. So, und das, was Sie darum sehen, ist einfach nicht so dicht wie der Knochen selber. Und das, was Sie am Verlauf sehen, ist, dass diese Zone plötzlich zu viel hellerem Gewebe wird und sie ist ja im CT und auch in MR nachgewiesen, ist eine knochenartige Substanz, die über Calciumphosphat und Calciumapatit dann umgebaut wird. Eins aber noch zur Klinik, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, weil ich bin Sicherheitsbeauftragter meiner Firma und ich würde es den Kopf kosten, wenn es anders wäre und ich würde Ihnen jetzt was Falsches erzählen. Ich habe aus diesen 1200 Fällen, die wir bekommen haben und aus denen, wo Resorptionszonen, wie Sie sie nennen, also ich nenne das immer die Aufhellungszone im Röntgenbild, es gibt nicht einen einzigen beschriebenen Fall und ich habe auch keinen gesehen, wo dieses Phänomen ursächlich dafür gewesen wäre, dass der Knochen nicht geheilt ist. Das übrigens auch sagt eine befreundete Kollegin aus Graz, die unverdächtig ist, uns nach dem Mund zu reden. Sie hat gesagt, es gibt nicht ein Implantat,
was zur Nichtheilung geführt hat, und es gibt nicht ein Implantat, was sich gelockert hätte aufgrund der im Röntgenbild sichtbaren Phänomene. Das möchte ich Ihnen als Beruhigung mitgeben. Also es kommt aus zwei Ecken. Unsere Firma, die ein Implantat im Markt hat und klinisch weiß, was los ist, und die Dame, die aus 15 Jahren experimenteller Chirurgie weiß, dass das auch so ist im Tier immer. Es hatte kurz mal in deiner Einführung angeklungen, dass es da irgendeinen Grenzwert gibt an dem Magnesium, was da freigesetzt wird oder wo das mit der Belastung ist, dass man da vielleicht mit den jetzigen Implantaten schon teilweise dran ist, dass zwei Esins vielleicht schon zu viel wären. Jetzt reden wir vielleicht über die dickeren Schrauben noch in 7 cm Länge, dann vielleicht 3-4 Simmer-Schrauben bei einer Übergangsfraktur. Wo sind da die Grenzwerte oder muss man da irgendwie dann darauf achten, wie viel Metall wir tatsächlich davon einbringen? Also da wird es auch, ich glaube, die ist noch nicht raus, die Empfehlung, da wird eine Empfehlung rauskommen. Letztendlich kannst du sagen, so mit diesen 3-2er-Schrauben, die es zum Beispiel jetzt gibt, die im Moment die dicksten sind, wenn du, die, da gibt es jetzt 40 mm, wenn du jetzt sagen wir 3-2er, 70 mm hättest, 2 Stück, kannst du, das wäre so das Limit beim 1-2 Jahre alten Kind. Also da wird es nochmal, das haben wir auch uns so abgesprochen, eine Grenze geben, so, die wir irgendwo wahrscheinlich bei 10 Jahre setzen werden. Aus meiner Sicht ist das Limit, solange wir über Schrauben reden, wirst du es nie erreichen bei einer normalen Frakturversorgung. Also die Menge an Schrauben, dass du überhaupt 3 Schrauben reinbringst, da reden wir, denke ich, über eine Triplane am ehesten. Und da bist du dann wieder in der Alters- und Gewichtsklasse, dass es nicht ein Problem wird. Also bei den Schrauben würde ich mir da gar keine Gedanken darüber machen. Es ist eine Frage, ob man das dann umsetzen könnte, wenn irgendjemand auf die Idee kommen würde, Esins zu machen. Weil da ist man natürlich ganz anders. Da bist du ein 3,5er Esin und halt nicht 70 mm, sondern ich weiß nicht. Und dann bist du natürlich ganz schnell drüber. Das war dafür. Aber bei den Schrauben wird es eine Empfehlung sicher geben. Aktuell kann man einfach sagen, das ist hypothetisch. Das Problem gibt es nicht. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Eine letzte Frage, bitte. Wie verhalten Sie sich bei der Applikation mit diesen Schrauben? Herr Zoller, wo Sie können Sie vielleicht, wenn Sie noch Frau halbwegs intakt ist, können Sie überbohren. Aber was tun Sie bei der Applikation? Also, mein Infektions-, also ich hatte das noch nicht bei diesen Fällen. Bei Kindern ist eine Infektion, ja, also ein Kolibri oder eine Seltenheit, muss man sagen. Ich würde mein Infektionsregime überhaupt nicht ändern im Vergleich zu einer normalen Schraube. Wenn das ein Implantat ist, was vielleicht 2-3 Wochen drin ist, dann würde ich das sehr wahrscheinlich revidieren und versuchen auch zu entfernen. Klar, empirische Antibiose, dann gezielte Antibiose, aber mein Infektmanagement sieht nicht anders aus. Gibt es auch keine Erfahrung bei Kindern und Jugendlichen mit diesen Implantaten dazu. Das ist nicht genauso. Ich glaube, Sie müssen genauso wie bei anderen Implantaten, wenn Sie fordern, das Implantat muss raus beim Infekt, dann muss das auch bei einem resorbierbaren Implantat raus. Wenn man Glück hat, kriegt man es noch raus. Zur Not würde ich es mit allen Mitteln überbohren, rauskratzen, was auch immer, entfernen. Okay. Ist natürlich, das ist gar keine Frage. Wir reden über natürlich etwas rein Hypothetisches. Derzeit irgendwann wird es auftreten. Und es ist sicher so, dass es nicht leichter wird, diese Implantate zu entfernen, als jetzt ein Titan-Implantat beispielsweise. Aber es ist eben, wie Martin auch sagt, ein so seltener Fall in der Kindertraumatologie, dass eine infizierte Schraube, dass ich denke, für diese Rarität kann man durchaus sagen, dass man für diesen sehr, sehr seltenen Fall dann auch den komplexeren Weg angeht. Das sehe ich auch. Letztendlich ist es am Anfang gleich schwierig, die Schraube zu entfernen, oder etwas schwieriger, nachher wird es einfacher, weil die, wenn sie schon resorbiert ist oder umgewandelt ist, wie man es nennen will, das kann man dann, denke ich, schon gut überbohren, und wenn es eine reine Weichteilinfektion ist, würde ich es vielleicht auch drin lassen, und wenn die Fraktur oder die Osteotomie geheilt ist. Und wenn Sie jetzt schon eine Osteomyelitis haben, also eine Knocheninfektion,
dann würde ich auch erstmal dazu raten, das zu entfernen und das Infektmanagement zu machen, wie sonst auch. Da kann man es gut rausfischen, einfach saugen. Ja, wenn sie im Eiter schwimmt, klar, dann flutscht die einem entgegen, ne? Aber dann würde ich auch erwarten, dass die Resorbierbare mir entgegenspringt. Also Herr Langdorf, abgesehen von der Frage, ob die Kinderschrauben sich überhaupt infizieren, was hier als Rarität bezeichnet wurde, ich habe von den Fällen, die wir gesehen haben, einige oberflächliche Infekte gesehen. Das waren Wundinfekte, die aber nicht auf die Schraube zurückzuführen waren. Und wenn, ich glaube, das ist angeklungen, septische Knochenchirurgie, da gibt es Regime und die gelten für Titanimplantate genauso wie für unsere. Und ich sage mal, von den Leuten, die mal eine Schraube rausgemacht haben, das waren glaube ich 2 oder 3 bisher, die gehen einmal mit dem Bohrer in den Kanal, es macht einmal Ritsch und Ratsch, dann wird einmal gespült und ist das Implantat weg. Also es geht vielleicht sogar leichter als beim Titan. Wenn Sie da einen Kopf abbrechen, dann haben Sie schon die Mühe, den Rest vom Implantat aus dem Knochen rauszubohren. Dazu würde ich gerne noch eine Anmerkung machen. Die Frage war nämlich, die mir gerade gekommen ist, über Bohren oder über Fräsen bei Verdacht auf Infekt, dass Sie dann wirklich Ihre ganzen Restschraubenbestandteile rauskriegen. Denn wenn Sie einen Infekt mit einer teilweise desintegrierten Schraube einfach reinbohren und sagen Ritsch, Ratsch, dann wird genauso gut Material in den spongiösen Knochen verteilt. Und das wollen Sie eigentlich verhindern. Ja, das stimmt. Also ich würde von der theoretischen Vorstellung, keinerlei Erfahrung mit dem Implantat, aber von der theoretischen Vorstellung würde ich rein wirklich hingehen und den ganzen Kanal überfräsen und diesen Zylinder rausholen, damit ich das dann wirklich draußen habe. Ja, letztendlich, wie Sie es rauskriegen, das ist, denke ich, dem Chirurg überlassen. Das ist ja bei Titanimplantaten auch nicht anders. Wenn Sie das, Sie sind ja immer in der Zwickmühle, wie weit überbohren Sie eine Schraube, wo zum Beispiel der Schraubenkopf abgebrochen ist? Ja, da drehen Sie aber zumindest erstmal Schraube raus. Ja, aber dann haben Sie auch ordentlich Metallabrieb, den Sie auch noch schön dann in den Röntgenbildern weiter sehen. Oder Sie nehmen einen Sicherheitsabstand. Also ich habe da auch schon zu dick überbohrt und habe es dann trotzdem nicht rausgekriegt, ja, weil das nicht verankert war. Und dann so einen Knochenzylinder jetzt zum Beispiel aus einer distalen Tibia komplett rauszukriegen, wenn Sie keinen Kontakt mit der Fräse und dem Implantat haben, also meiner Erfahrung nach ist das schwierig. Letztendlich muss es raus, ob Sie es überbohren oder mit einer Hohlfräse rausholen. Nur als Ergänzung, das geht sehr gut mit diesem Diamond Bone Cutting System, weil da haben Sie nämlich eine Fräse und anschließend haben Sie ein dreifach geflanschtes System, wo Sie es abdrehen können. Ist richtig, habe ich auch schon benutzt. Ich habe es bei einem Fall auch zerstört und wir hatten es von der Uni Hamburg geliehen, das gab Ärger. Sie müssen es auch haben. Wir benutzen dieses Königssee-Sieb. Da hat jede Klinik, glaube ich, ihr Vorgehen. Ich glaube, das ist so eine hypothetische Diskussion. Ich glaube, wir können es in Einzelgesprächen fortführen. Gut, dann bedanken wir uns für Ihr Interesse und für Ihr Kommen und wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag in Berlin.